Du. Ah, China-Werkzeug. Wir haben uns schon das ein oder andere Mal Werkzeug aus China angeguckt und es war immer so, konnte klappen, war aber auch oft Mist. Wir haben es meistens von AliExpress bezogen und ganz viele von euch haben gesagt, Scheiße, die Brille. Banggood, das ist die Seite. Ich habe von der Seite noch nie gehört, habe es mir auch mal genauer angeguckt und tatsächlich gibt es relativ viele Leute, die auf diese Marke hier schwören. Vaiko. Was ist das und was können wir davon erwarten? Ich habe keine Ahnung, deswegen gucken wir uns das jetzt an. Ich habe diesen Winkel bestellt. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, was er gekostet hat. Ich glaube 26 Euro. Das ist tatsächlich ziemlich wenig, was wir dafür erwarten können. Gucken wir uns jetzt an. Was ist in der Box? Wahrscheinlich das, was wir hier sehen. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal, das Ganze ist verpackt und sieht erstmal so ganz nice aus. Was haben wir hier alles? Wir haben hier ein Carpenter Square, steht ja auch drauf. Der Unterschied zu einem normalen Winkel in Anführungszeichen ist, dass wir nicht nur zwei Schenkel haben, sondern auch noch diese Seite hier, die aus dem Ganzen ein Dreieck macht. Wir haben hier lustige Winkelzahlen, die da draufstehen. Wofür genau die sind, werde ich euch vielleicht dieses Mal oder vielleicht auch mal anders erklären. Aber wir sehen auf jeden Fall, wir haben theoretisch gesehen einen 90-Grad-Winkel und einen 45-Grad-Winkel. Und das ist tatsächlich schon sehr nice. Wir haben hier oben eine Skala und wir haben hier noch so eine kleine Miniskala, wo wir mit unserem Bleistift sozusagen reingehen können, wenn er denn klein genug ist, um dann anzuzeichnen. Ich bin kein Fan davon, aber wir haben es auf jeden Fall und wir haben auch hier innen noch eine Skala. Was wir jetzt zuallererst mal überprüfen ist, wie genau ist das alles und so wie das hier aussieht, haben wir zumindest gewisse Einstellmöglichkeiten, aber ich würde mal sagen, es fühlt sich erstmal gut an. Also Umschlagtest. Den Umschlagtest habe ich euch schon das ein oder andere Mal erklärt. Wir machen eine Linie so, legen den Winkel dann einmal andersrum an und gucken, inwieweit das zusammenpasst. Und wir können jetzt sogar noch mal eine zweite Linie ziehen, wenn wir wollen, und gucken, inwieweit die übereinander liegen. Und das sieht ganz gut aus. Was wir sehen, wenn wir genau hingucken, ein bisschen auseinander geht es. Aber wir haben tatsächlich hier die Möglichkeit nachzujustieren. Und wenn wir hier hinten drüber fühlen, merken wir auch, dass diese Backe plan ist, also in einer Flucht mit der Seite. Und die untere, gucken, wie das hört, nicht. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen für den nächsten Test, dass wir die richtige Seite anlegen für 45 Grad. Denn das wollen wir natürlich auch noch testen. Also einmal 45 Grad innen. Und 45 Grad außen. Dafür nehmen wir jetzt diesen Winkel hier, zu dem wir auch gleich nochmal kommen. Und gucken einfach mal, ob das passt. Das passt. Hier ja. Hier jein. Das heißt, der Innenwinkel, dieser hier, passt nicht wirklich. Der äußere ist aber genau in 45 Grad. Was wir auch nochmal testen können, ist einmal den Innenwinkel hier zu testen. Das macht zwar jetzt wenig Sinn, weil wir schon wissen, dass die Kanten hinten nicht passen, aber ausprobieren können wir es trotzdem. Und auch da sieht man ganz leicht, unten passt es genau und oben ist ein leichter Schatten. Also, wir stellen das hier mal nach. Wir haben jetzt so ziemlich alles probiert, um das in eine Flucht zu bringen, aber selbst mit einer Zwinge haben wir versucht, es zu halten, aber die Löcher ziehen es immer wieder in diese Position. Das heißt, diese Backe hier liegt anders an als diese und das bedeutet, egal wie gut dieses Dreieck an sich gefräst ist, wenn wir das Ganze andersrum anlegen, passt es nicht. Das heißt, in eine Richtung passt der Winkel nie, einfach wegen diesem Problem. Und hier sind, wie gesagt, zwar Langlöcher wahrscheinlich drin, aber die Einstellungsmöglichkeit ist zu gering, um das Ganze perfekt einzustellen. Das führt noch zu einem weiteren Problem, was man sieht, wenn man den Winkel hinstellt. Wenn wir den Winkel so hinstellen, weil wir zum Beispiel eine Innenkante oder was auch immer messen wollen, dann sehen wir, wenn wir da unten hingucken, dass durch diese ungleichen Backen das Ganze auch schief steht.
Und das veranschaulicht auf diese kurze Distanz schon, wie groß das Problem eigentlich ist. Ein weiterer Test wird zeigen, wie blöd das ist. Und dann reicht es aber auch mit dem Gemecker, weil dass es nicht passt, haben wir jetzt schon gesehen. Trotzdem gucken wir uns das noch einmal an. Spätestens, wenn wir jetzt ein breiteres Stück anzeichnen wollen, wird das mit den versetzten Backen ein ziemliches Problem. Weil wir auf der einen Seite starten mit dem Anzeichnen und das Ganze dann von der anderen Seite beenden müssen. Und das sieht dann so aus. Und das ist natürlich Käse. Das ist sehr, sehr schade. Denn im Prinzip macht es wenig Sinn, alle anderen Sachen sich jetzt anzugucken. Wenn man einen Winkel hat, der seine Basisfunktion 90 Grad anzuzeichnen nicht halten kann. Das ist echt schade. Und was mich dabei etwas unglücklich macht, ist, das sind ja alles CNC-gefräste Teile. Und diese Schrauben lassen sich wirklich einfach nicht anders festziehen. Das heißt, es ist ein bisschen die Befürchtung da, dass nicht nur dieses Stück so gefräst ist, weil die werden ja nicht einen Winkel fräsen und dann hören sie erstmal für eine Woche auf, sondern die fräsen und fräsen und fräsen. Und es ist ein bisschen davon auszugehen, dass sich so etwas vielleicht durchsetzt. Nichtsdestotrotz könnte man jetzt sagen, für 27 Euro, das ist eigentlich, ich will nicht sagen, verkraftbar, einen Fehltritt zu machen, aber man könnte das so argumentieren. Vor allen Dingen, weil es zumindest optisch ein sehr ansprechender Winkel ist. Ich weiß, er ist wie ein Woodpeckers-Winkel, aber wir wissen alle, die Dinger gibt es im Moment eigentlich nicht zu kaufen. Sie werden wahrscheinlich auch auf lange Sicht in Deutschland erstmal nicht mehr erhältlich sein. Insofern ist es natürlich für jeden eine Traumvorstellung, ein anderes schönes Produkt zu finden. Dieser Winkel ist bei mir komplett durchgefallen. Ich schraube jetzt hier was ab, weil ich sozusagen eine Sache noch sagen möchte. Oh. Gott, sind die fest. Was man theoretisch machen könnte, ist diese Backen hier abschrauben und versuchen, die nicht festzuschrauben, sondern, Herr Jesus, ab mit dir, du Schraube. Die nicht festzuschrauben, sondern zu probieren. Ja, da sieht man auch, warum das nicht funktionieren kann. Wir haben es ja gerade auseinandergeschraubt und das, was man sieht, ist, hier unten ist das Gewinde, wo es reindreht. Da ist im Prinzip kein Spiel. Im Dreieck an sich wird das Ganze auch reingedreht. Da ist auch kein Spiel. Und hier oben in der Oberseite ist im Prinzip auch nicht wirklich genug Spiel. Nicht genug Spiel, um eine unsauber liegende Bohrung auszugleichen. Das heißt, hier sehen wir zwar, wir haben optisch die Möglichkeit, den Winkel einzustellen, in der Realität aber nicht, einfach weil die Löcher viel zu klein sind. Was man machen könnte, ist, das Ganze so einfach als Winkel zu nutzen. Ist nicht optimal, weil diese Anschlaglippe eigentlich schon sehr, sehr sinnvoll ist, aber dieses Teil an sich könnte man nutzen. Wir haben zwar wahrscheinlich immer noch das ein oder andere Problem, aber wenn ihr den Winkel schon habt und feststellt, nein, meiner ist auch kaputt, huch, dann könnt ihr das noch nutzen, schmeißt die Backen halt weg. Was ich jedem empfehlen möchte, ist, einfach dieses Ding zu nehmen. Denn ich finde tatsächlich, ein Winkel, der 90 und 45 Grad gleichzeitig kann, äußerst sinnvoll. Wir brauchen nur ein Werkzeug, was zwei Sachen machen kann. Und diese kleinen Shinwa-Winkel sehen nicht doll aus, aber die sind alle ziemlich präzise. Wir haben davon 4 Stück überall in der Werkstatt verteilt und man kann sich auf die Dinger verlassen. Auf Weico leider nicht. Schade. Mann, ich hatte ehrlich gesagt wirklich große Hoffnung, weil das Ding sieht super nice aus, funktioniert aber nicht. Insofern bleiben wir dabei. China-Werkzeug ist in der Regel irgendwie ein ziemliches Glücksspiel. Es sei denn, man kauft Bridge City-Werkzeuge. Der Nachteil da, die sind im Prinzip genauso teuer wie Woodpeckers. Insofern, was soll man machen? Die Lernerfahrung ist, nicht alles, was schön aussieht, ist auch schön. Nehmt lieber manchmal das hässliche Endlein. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin enttäuscht. Mann, schade.